Herzlich willkommen zu einem Vortrag, der sich heute unter dem Titel Epigone mit einem ganz besonderen Objekt aus dem Ägyptischen Museum München beschäftigt, nämlich mit dem Münchner Obelisken. Hier sehen Sie den Obelisken, wie er seit der Eröffnung des Neubaus im Jahre 2013 in der Dauerausstellung präsentiert wird. Bis er zu diesem Standort gelangte, hat er allerdings eine sehr lange Reise hinter sich, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Beginnen wir aber zunächst einmal ganz allgemein mit der Frage, was ist eigentlich ein altägyptischer Obelisk? Ein Obelisk ist ein hoher steinerner Pfeiler mit quadratischem Grundriss. Seine vier geglätteten Seiten verjüngen sich nach oben hin und enden in einer pyramidenförmigen Spitze, dem sogenannten Pyramidion, das in der Antike durchaus auch mit Edelmetallen beschlagen sein konnte. Im Altägyptischen wurde der Obelisk noch als Techen bezeichnet. Seine heutige Bezeichnung, die wir alle kennen, geht auf die alten Griechen zurück, die seine Form mit der eines Bratspießes verglichen und dieses dann noch in der Verkleinerungsform als Obeliskos, das Bratspießchen, bezeichneten. Von dieser griechischen Bezeichnung leiten sich heute die Übernahmen in fast alle Sprachen ab. Wie der altgriechische Name, so karikiert auch das Arabische die Form des Obelisken. Dort wird er als arabisch Messala, als die große Nähnadel, bezeichnet. Der Obelisk selber wird häufig als eine Art monumentale Stilisierung des Urhügels bezeichnet, also als Stilisierung des ersten Landes, das bei der Entstehung der Welt sich aus dem Urozean erhoben hat. Außerdem gilt er als eine Art Weiterentwicklung des sogenannten Benbensteines, der als Kultobjekt bereits in früher Zeit in Heliopolis dem Urgott Atum verbunden war. Nur einige der frühen Obelisken des Alten Reiches sind aus mehreren Blöcken aufgemauert. Sie standen einzeln auf monumentalen Unterbauen, meistens als zentrales Kultobjekt in einem sogenannten Sonnenheiligtum. Alle anderen Obelisken, die späteren, sind monolithisch, das heißt aus einem einzigen Steinblock geschlagen. Diese späteren standen dann in aller Regel auch paarweise, zum Beispiel an den Eingängen der späteren Tempel. Hier sehen wir die zeichnerische Rekonstruktion eines dieser ganz frühen Sonnenheiligtümer, mit denen die 5. Dynastie, also in der Zeit ab ca. 2500 v. Chr., einen ganz besonderen und tatsächlich auch nur auf diese Zeit beschränkten Tempeltyp hervorgebracht hat, dessen wichtigster Bestandteil eben ein gewaltiger, gemauerter Obelisk war. In diesem Fall wird eine Gesamthöhe von ca. 56 Metern rekonstruiert. Errichtet wurden diese Heiligtümer auf dem Wüstenplateau von Abu Ghraib, nördlich der bei Memphis gelegenen Nekropole Saqqara. Links im Bild nun die berühmte Doppelstatue des Königs Niuserre, von dessen Sonnenheiligtum wir hier ganz konkret sprechen. Diese Sonnenheiligtümer weisen deutliche Parallelen zu den zeitgleichen Pyramidenanlagen auf. Vom Nil und dem dort gelegenen Taltempel führt ein langer Aufweg hinauf auf das Wüstenplateau zum eigentlichen Heiligtum. Durch einen weiteren Tempelbau betritt man das ganze Areal, dessen ritueller Mittelpunkt ein offener Hof mit einem Opferaltar gewesen ist und dieser wiederum steht unmittelbar vor dem Obelisken. Angrenzende Korridore und Kapellen, darunter im Falle des Niuserre die sogenannte Weltenkammer, waren reich mit Reliefs geschmückt, deren Darstellung den Wechsel der Jahreszeiten mit den jeweils typischen Pflanzen und Tieren illustrieren. Ausgegraben wurde das Sonnenheiligtum des Niuserre unter der Finanzierung von Friedrich Wilhelm von Bissing. Aus diesem Grunde hat das Münchner Museum tatsächlich auch einige Reliefs aus dieser Weltenkammer, wie beispielsweise diese Darstellung mit dem kleinen Ichneumon. Einer der nach den Sonnenheiligtümern ältesten Obelisken ist in einem Bruchstück erhalten, das 1972 in Heliopolis entdeckt wurde und den Namen des Königs Teti trägt. Der älteste noch stehende Obelisk stammt aus dem Mittleren Reich und ist der von Sesostris I. ebenfalls in Heliopolis, den der König anlässlich seines Hepset-Festes, seines Erneuerungsfestes, aufstellen ließ.
Berühmt sind die Obelisken von Thutmosis I. hier links im Bild und Hatschepsut rechts im Bild im sogenannten Amun-Tempel von Karnak. Die Inschriften benennen in der Regel die königlichen Stifter. Dieser, der Stifter, lässt sich als geliebt von verschiedenen Göttern bezeichnen. So finden sich Formulierungen wie er, also gemeint ist immer der König, erscheint wie Harachte und ist schön wie Atum als König der beiden Länder. Ursprünglich trugen die Obelisken nur jeweils eine Kolumne auf jeder Schaftseite. Die Frontseite enthielt den sogenannten Weihetext. Vor allen Dingen die Ramessiden setzten dann zu diesen zentralen Inschriften jeweils links und rechts noch zwei flankierende Zeilen und nutzten diese Möglichkeit auch zum Beispiel, um auf ihre militärischen Siege hinzuweisen. Üblicherweise enthält der Text auch einen Hinweis auf den Anlass der Errichtung des Obelisken, was uns belegt, dass viele von diesen Obelisken eben zum Beispiel anlässlich des Erneuerungsfestes des Königs aufgestellt wurden, das idealtypischerweise nach 30 Regierungsjahren zum ersten Mal gefeiert wurde. Anhand der Inschriften der Obelisken lässt sich auch deren Ausrichtung rekonstruieren. So wird aus der Richtung der Hieroglyphen auf den Obelisken klar, ob ein Obeliskenpaar links und rechts eines Tempels aufgestellt war, und es ist klar, welche der Seiten die Frontseite ist, welches die Seitenteile und welche die Rückwand des Obelisken gebildet hat. Der im Steinbruch von Assuan unfertig liegen gebliebene, ca. 42 Meter große Obelisk gibt Einblicke in die Herstellung dieser gewaltigen Monumente. Die Obelisken, zumeist aus Granit, nur selten aus Quarzit oder Basalt, wurden mit Hämmern bzw. Kugeln aus noch härterem Gestein, wie beispielsweise Dolerit, aus dem anstehenden Felsen herausgearbeitet und schließlich von unten unterhöhlt und so vom anstehenden Felsboden getrennt. Die vorhandenen Arbeitsspuren lassen auf den gleichzeitigen Einsatz von vielen Dutzenden, möglicherweise 100 Arbeitskräften schließen, die nebeneinander in langen Reihen arbeiten und den Obelisken mit solchen Dolerithämmern, wie Sie sie hier auch im Bild sehen, aus dem Felsen zu schälen. Allein dies könnte im Falle des großen Obelisken hier in Assuan bis zu ein Jahr gedauert haben. Wir wissen von einem 10 Meter kleineren Obelisken der Hatschepsut in Karnak, den wir vorhin bereits gesehen hatten, dass man diesen in 7 Monaten hergestellt hat. Interessant ist natürlich auch immer die Frage, wie man solche monumentalen Steinpfeiler überhaupt transportiert hat. Dort gibt uns einen klaren Hinweis eine Darstellung aus dem Terrassentempel der Hatschepsut. Dort wird der fertige Obelisk, nachdem er vom Steinbruch zum Nil gezogen worden ist, auf Schlitten über eine vorbereitete Schleifbahn auf ein Schiff verladen und über den Nil transportiert. Eine Überlegung dazu gibt es, dass man die Schiffe am Nilufer mit Sand beschwert hat, bis die Schiffe im Nil versunken sind, dann den Obelisken über die versunkenen Schiffe gezogen hat, dann den Sand wieder aus den Schiffen gebuddelt hat, sodass die Schiffe aufschwimmen und den Obelisken aufnehmen konnten. Eine Theorie zur Aufstellung der Obelisken sieht vor, dass auch hier große Rampen eingesetzt worden sind, über die man, wie schematisch dargestellt im Bild unten rechts, die Obelisken auf ihre Basis gekippt hat. Schauen wir uns ein paar dieser Obelisken etwas genauer an und beginnen mit einem, der auch heute noch in Ägypten steht, nämlich mit dem Obelisk Ramses II. Vor dem Luxor-Tempel. Ramses II. Hat insgesamt 67 Jahre regiert und errichtete in dieser Zeit mehr Obelisken als irgendein anderer König im alten Ägypten. In der Deltastadt Tanis alleine hat er mindestens 22 Obelisken errichtet, die zum Teil erhalten, größtenteils nur in Bruchstücken belegt sind. Manche dieser Obelisken wurden auch an einen neuen Standort versetzt, teilweise in Ägypten, größtenteils aber auch in das Ausland. So erging es auch dem zweiten, hier auf dem Bild fehlenden Obelisken Ramses II. Vor dem Luxor-Tempel, der sich heute in Paris befindet.
Er wurde als Geschenk des damaligen ägyptischen Königs Muhammad Ali Pascha an den französischen König Louis-Philippe nach Paris gebracht. Der schwierige und langwierige Transport des Rosengranit-Obelisken mit immerhin 227 Tonnen fiel dabei in die Verantwortung übrigens von Jean-François Champollion, dem berühmten Entzifferer der altägyptischen Hieroglyphen, und dieser Transport zog sich dann über 3 Jahre hin. Eine ganz ähnliche Geschichte haben auch zahlreiche andere Obelisken. So finden sich weitere Obelisken heute in New York, in London oder auch in Istanbul. Von dem Obeliskenpaar, das Thutmosis III einst in Heliopolis hatte aufstellen lassen, befindet sich heute der eine in New York, der andere in London, beide bekannt unter dem eigentlich irreführenden Namen Cleopatra's Needle. Circa 1500 Jahre lang stand dieses Paar in Heliopolis, bis es dann zunächst nach Alexandria gebracht wurde. Dort wurden die beiden Obelisken im 18. Regierungsjahr von Augustus, also um das Jahr 13 oder 12 vor Christus, aufgestellt und sollten dort dann weitere 1300 Jahre stehen, bis einer von beiden in einem Erdbeben um 1301 umstürzte. 1877 wurde dann die erste der sogenannten Nadeln der Kleopatra, die mit Kleopatra rein überhaupt nichts zu tun haben, versetzt und nach London gebracht. 1881 erfolgte dann der Abtransport des zweiten Obelisken nach New York, wo er noch im gleichen Jahr im Central Park hinter dem Metropolitan Museum aufgestellt wurde. Ein weiterer Obelisk Thutmosis III., der ursprünglich in Karnak stand, befindet sich heute, zumindest in dem oberen erhaltenen Bruchstück, auf dem At-Meydan, dem Hippodromplatz in Istanbul. Spektakulär war damals auch der Transport dieser Obelisken. Hier ein zeitgenössisches Foto von dem Abtransport eines eben dieser Obelisken Thutmosis III. Aus Alexandria nach London in einem speziell für diesen Transport entwickelten Schiff, das in Einzelteilen dort angeliefert wurde und um den dort am Ufer liegenden Obelisken herum aufgebaut wurde. Erst danach bekam das Schiff dann Steueranlage, Ruder und so weiter, und so wurde dieser Obelisk dann in 10 wasserdichten Luftkammern verpackt über das Meer verschifft. Nirgendwo stehen aber so viele altägyptische Obelisken an einem Ort zusammen wie in Rom. 14 sind es an der Zahl. Hinzu kommen Fragmente von ehemals im Stadtgebiet aufgestellten Obelisken, Berichte von heute verschollenen Obelisken und eben auch Obelisken, die ursprünglich einmal in Rom standen, heute aber in Florenz oder aber eben in München stehen. Die meisten wurden von römischen Kaisern aus Ägypten nach Rom gebracht, als Zeichen des Sieges über Ägypten, als Symbol der kaiserlichen Macht. Und sicherlich nicht zuletzt auch aufgrund der Begeisterung der Römer für altägyptische Kulte und die Exotik des Landes am Nil. Einige Obelisken wurden sodann auch in Rom selbst angefertigt. Neue Aufstellungsorte und architektonische Rahmen bekamen sie zumeist durch die Päpste, die sie unter anderem auch als Wegweiser für die Pilger missbrauchten oder zweckentfremdeten, so etwa bei dem Obelisken vor dem Lateran oder bei Santa Maria Maggiore. Der mit etwas über 32 Metern größte stehende Obelisk befindet sich in Rom vor der Lateranskirche. Ursprünglich ist auch dieser von Thutmosis III., also um 1470 vor Christus, im Amun-Tempel von Karnak aufgestellt worden und wurde dort 337 nach Christus von Konstantin abgebaut und nach Alexandria gebracht. Eigentlich war das Ziel, ihn nach Konstantinopel zu verbringen. Dieser Plan scheiterte allerdings daran, dass Konstantin I. vorher verstarb. Nach dem Tod des Kaisers blieb dieser Obelisk aber zunächst in Alexandria und wurde dann erst durch seinen Sohn, Kaiser Konstantius II., nach Rom überführt und dort, wie es das Bild auf der rechten Seite zeigt, im Circus Maximus auf der Spina aufgerichtet. Infolge eines Erdbebens stürzte dieser Obelisk um, zerbrach in mehrere Teile und geriet in Vergessenheit. Erst 1587 wurde er im Auftrag von Papst Sixtus V. freigelegt und dann später von Domenico Fontana im Jahre 1588 an seinen heutigen Standort verbracht.
Eine Besonderheit in der Verwendung ist der Obelisk, der heute auf dem Monte Citorio steht. Vor dem italienischen Parlament steht dort der sogenannte Obelisk Solare. Seinen Namen verdankt er dem Umstand, dass er von Augustus um das Jahr 10 vor Christus von Ägypten nach Rom gebracht worden war und dort als Gnomon, also als sogenannter Zeiger einer gigantischen Sonnenuhr aufgestellt worden war. Auch dieser Obelisk stürzte im Laufe der Zeit um und wurde dann später unter Papst Pius dem VI. Wiedererrichtet. Der mit 5,50 Meter, was gleichzeitig auch die Größe des Münchner Obelisken ist, kleinste Obelisk Roms, steht auf dem Rücken des berühmten Bernini-Elefanten auf der Piazza della Minerva. Ursprünglich stammt er aus der ägyptischen Stadt Sais und wurde dann nach Rom verbracht, wo er vermutlich im Iseum, dem Heiligtum für die altägyptische Göttin Isis, aufgestellt wurde. Umgefallen und in Vergessenheit geraten, wurde er dann im 17. Jahrhundert im Garten des Klosters Santa Maria sopra Minerva wiedergefunden und nach dem Entwurf von Bernini auf dem Rücken eines Elefanten gestellt. Es gab verschiedene Alternativen. Durchgesetzt hat sich schließlich Berninis Vorschlag mit dem Elefanten. Die Tatsache, dass ausgerechnet dieser Elefant dem Dominikanerkonvent sein Hinterteil präsentiert, hat bei den Römern vielfach Anlass zu gehässigen Bemerkungen und Spott gegeben. Ebenfalls auf einen Entwurf von Bernini geht die Aufstellung des Obelisken in der Mitte der Piazza Navona zurück. Dort steht der Obelisk auf dem sogenannten Vier-Flüsse-Brunnen. Vier-Flüsse-Brunnen deshalb, weil vier personifizierte Flüsse dargestellt sind: Nil, Donau, Ganges und der Rio della Plata. Bei ihm handelt es sich tatsächlich um einen Obelisken, der in Rom selbst geschaffen worden ist, ursprünglich von Kaiser Domitian aufgestellt, dann von Kaiser Maxentius nochmals versetzt, wurde er dann 1648 auf die Piazza Navona gestellt. Die Basisinschrift bezeichnet übrigens den Obelisken als wortwörtlich mit nilotischen Rätseln beschrieben. Gemeint sind damit natürlich die Hieroglypheninschriften, die zur Zeit der Aufstellung dieser Obelisken in Rom ja tatsächlich nicht lesbar, nicht entschlüsselbar waren. Der Papst Innozenz X. Beauftragte dennoch Athanasius Kircher, die Inschriften dieser Hieroglyphen doch bitte zu übersetzen. Athanasius Kircher tat dies auch pflichtgemäß und veröffentlichte seine Publikation Obeliscus Pamphilius, in der er auch tatsächlich eine Übersetzung der Inschriften gab. Alleine seine Übersetzungen haben mit der tatsächlichen Übersetzung dieser Inschrift recht herzlich wenig zu tun, denn erst Champollion, Jean-François Champollion, schaffte 1822 den Hieroglyphencode zu entziffern und erst seit diesem Zeitpunkt sind die Hieroglyphentexte wieder lesbar. Der unbeschriftete Obelisk vor dem Petersdom ist vermutlich auch erst in römischer Zeit hergestellt worden, allerdings noch in Ägypten unter Gaius Cornelius Gallus, dem ersten römischen Präfekten in Ägypten, und Augustus hat ihn dann in Alexandria errichten lassen. Auch er mit seinen insgesamt 340 Tonnen hat aber seinen Weg nach Rom geschafft im Jahre 37 nach Christus und wurde dort im Zentrum des Zirkus des Caligula aufgestellt. Der befand sich südlich des heutigen Petersdomes und wurde dann schlussendlich wiederum von einem Papst, Papst Sixtus V. und seinem Architekten Domenico Fontana versetzt vor den heutigen Petersdom. Dieses gigantische Projekt, das Sie in dem zeitgenössischen Stich rechts daneben in Erinnerung haben können, wurde unter anderem von niemand Geringem als Michelangelo vorher als schlichtweg unmöglich abgelehnt. Domenico Fontana hat sich dessen dann aber angenommen und hat tatsächlich diese Versetzung und den Wiederaufbau des Obelisken auf sich genommen. Nun endlich zum Münchner Obelisk, zum Obelisk des Titus Sextius Africanus, und allein daran merken Sie, dass es sich auch um einen Obelisken handelt, der etwas mit Rom, mit den Römern zu tun haben wird. Der Obelisk ist, wie vorhin schon einmal erwähnt, 5,50 Meter groß, besteht aus Rosengranit aus der Region von Assuan, das Material stammt also tatsächlich aus Ägypten.
Nur das Mittelstück des Münchner Obelisken ist tatsächlich antik. Fuß und Spitze sind zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt. Dazu kommen wir noch. Die einzigen Bruchstücke sind im Inneren mit Metallstiften verbunden. Ich habe das hier mal rot markiert auf der Folie. Die auf allen vier Seiten des Münchner Obelisken identische Inschrift nennt als wesentlichen Text oben den Rest einer Kartusche, darin der Titel Kaiseros, ergänzt um den zur römischen Kaisertitulatur gehörenden Ehrennamen Augustus, der hier in seiner gräzisierten Form als Sebastos angeführt ist. Anschließend wird der Stifter des Obelisken genannt, eben jener Titus Sextius Africanus. Der ist am ehesten mit jenem Titus Sextius Africanus zu identifizieren, der in anderen Quellen als römischer Magistrat mit dem Titel eines Consul Suffectus oder eines Präfekten in Ägypten im Jahre 59 nach Christus belegt ist. Bereits der dänische Gelehrte Georg Soeger bildet in seinem Buch De Origine et Uso Obeliscorum von 1797 zwei Bruchstücke eines weiteren Obelisken ab, der eine ähnliche Inschrift mit eben diesem gleichen römischen Stifternamen Titus Sextius Africanus nennt. Diese Bruchstücke wurden 1791 in den Ruinen von Praeneste gefunden und kamen daraufhin über die Sammlung Borgia schließlich 1817 in das Antikenmuseum zu Neapel. Später, 1872, kamen weitere Fragmente hinzu, die bei Grabungen ebenfalls in Praeneste gefunden wurden und sich heute dort im Archäologischen Museum befinden. Auch wenn die Fragmente den gleichen Stifternamen nennen, gibt es eigentlich keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass dieser Obelisk aus Praeneste und der heute in München befindliche Obelisk des Titus Sextius Africanus jemals als ein Paar aufgestellt worden waren. Interessant ist dieser Vergleich aber auch vor allen Dingen deswegen, weil die Fragmente des Obelisken aus Praeneste weiter unten im Hieroglyphentext eine Formel zeigen, die zu deuten oder zu übersetzen ist als er hat ihn, also gemeint ist der Obelisk, errichtet. Das wiederum gibt einen Hinweis auf den unteren Teil unserer Hieroglypheninschrift auf dem Mittelstück, die vielleicht analog dazu am ehesten zu deuten ist als er hat ihn, also wieder den Obelisken, eingeführt, zum Beispiel in einen Tempel oder ähnliches. Über den tatsächlich ursprünglichen Aufstellungsort des Münchner Obelisken in Rom kann eigentlich nur spekuliert werden. Das Mittelstück ist erstmals auf einem Skizzenblatt eines leider auch unbekannten italienischen Zeichners um das Jahr 1510 bezeugt und dort neben dem Vatikanobelisken abgebildet, was aber inhaltlich zueinander keinen Bezug hat. Eine handschriftliche Notiz, die dieser Zeichnung beigefügt ist, nennt als damaligen Standort Torre dei Conti, was vermuten lässt, dass der Obelisk ursprünglich auf dem nahegelegenen Augustusforum, möglicherweise in der Nähe des Tempels des Mars Ultor, gestanden haben könnte. Gehen wir nochmal zurück, sehen wir rechts daneben eine auch 150 Jahre später, also um 1600, gefertigte Zeichnung von Athanasius Kircher wiederum, der das Stück erwähnt und in seinem 1666 erschienenen Werk bezeichnet als bei der Piazza de Branci, der heutigen Piazza Cairo, in die Ecke eines Hauses eingebaut. Da hat sich also jemand gedacht, er spart sich Baumaterial und nutzt dieses antike Obeliskenfragment für die Konstruktion und Festigung seines Hauses. Das so als Baumaterial missbrauchte Bruchstück wird in der Zeichnung allerdings nicht vollständig wiedergegeben und bereits Soeger hatte vermutet, dass das allein deswegen erfolgt ist, weil Kircher das Stück damals eben nicht in Gänze sehen konnte, weil es mit seinem unteren Teil eben fest verbaut in der Erde steckte. In dem nun schon mehrfach erwähnten Buch De Origine et Uso Obeliscorum von Soeger berichtet er auch, dass dieser Obelisk dann in den Besitz des Kardinal Alessandro Albani kam und dort vom Bildhauer Cavacepi ergänzt worden sei.
Alessandro Albani wurde von Papst Innozenz dem 13. 1221 zum Kardinal ernannt. Albani selber ist für uns vor allen Dingen deswegen von Interesse, weil er eben an der Kunst interessiert war und sich ab 1760 die Villa Albani in Rom errichtet hat. Diese wiederum wurde wesentlich von Johann Joachim Winckelmann und von Anton Raphael Mengs künstlerisch ausgestaltet. In dieser Villa sammelte Albani Antiken. Und ein ganz für ihn ganz wichtiges Projekt war eben die Anschaffung auch eines altägyptischen Obelisken. Er trat mit verschiedenen anderen Adelsfamilien in Rom in Verhandlung, keiner wollte ihm aber seinen Obelisken abtreten und schlussendlich gelangte er dann eben in den Besitz dieses nur bruchstückhaft erhaltenen Münchner, späteren Münchner Obelisken und der bereits erwähnte Bildhauer Cavacepi erhielt die Aufgabe, diesen Obelisken um einen Fuß und um eine Spitze zu ergänzen. Er hatte das uns nun bereits bekannte Problem, dass die Hieroglyphen zu diesem Zeitpunkt noch nicht lesbar waren und er setzte also aus rein grafischen Gesichtspunkten irgendwelche Hieroglyphen auf den Fuß und auf die Spitze, die also so keinen inhaltlichen Zusammenhang haben, weswegen dieser Text auch tatsächlich keinen Sinn ergibt und nicht übersetzbar ist. Von dem Obelisken heißt es, er habe in den Gärten der Villa Albani gestanden, dort, Zitat, mitten auf einem großen runden Platze, von welchem 8 Alleen ausgehen und einen Stern formieren. Wir haben heute das Problem, dass wir keinen zeitgenössischen Stich, keine zeitgenössische Darstellung kennen, auf dem der Obelisk an diesem Standort tatsächlich abgebildet wäre. Es gibt, dort bin ich erst kürzlich darauf hingewiesen worden durch eine Anfrage, eine zeitgenössische Darstellung von einem halbkreisförmigen Pavillon, angeblich der Villa Albani, die eben einen Obelisken zeigt. Allerdings passt dieses Bild eben so gar nicht zu der mehrfach in anderen Quellen belegten Beschreibung, weswegen man überlegen muss, ob es sich hier tatsächlich um eine fantasievolle zeichnerische Komposition, aber eben nicht um eine Darstellung des eigentlichen Aufstellungsortes des Obelisken handeln kann. 1797 beendet Napoleon seinen Italienfeldzug und nach der Besetzung Roms und den Verhandlungen mit dem Papst über den Friedensvertrag von Tolentino beschlagnahmt der Napoleon zahlreiche antike Kunstwerke aus den römischen Sammlungen, darunter eben auch Antiken aus der Villa Albani und auch den Obelisken. Ein Relief hoch oben auf dem Arc de Triomphe zeigt bis heute die Rückkehr der französischen Armee nach Paris, die unter anderem die in Rom geraubten Antiken mit sich führt. In dem Bildausschnitt zu sehen ist ein Ochsengespann mit einem Sphinx obendrauf und einem Obelisken, den wir eben als den späteren Münchner Obelisken identifizieren. Der Obelisk gelangte damals dann in die Sammlung des Louvre, dem damaligen Musée Napoléon. Im Jahre 1810 wird er dann auf Initiative von Dominique Vivant-Denon, der Napoleon bereits auf seinem berühmten Ägyptenfeldzug begleitet hatte und ganz wesentlich an der Description de l'Égypte mitgearbeitet hatte, in ein Denkmal eingebaut, und zwar ein Denkmal für den General de Serres, der seinerseits auch an dem Ägyptenfeldzug Napoleons beteiligt war und 1800 in der Schlacht von Marengo gefallen ist. Das Problem an diesem Denkmal, das Sie hier in einem Stich auf der rechten Seite sehen können, ist, dass die Pariser oder zumindest die Anwohner des Viertels um den Platz, den Place des Victoires in Paris, dieses Denkmal ganz furchtbar fanden. Sie konnten nichts anfangen mit dem im Wesentlichen nackt dargestellten, riesenhaften Bildnis des Generals und es wurde öffentlich gegen dieses Denkmal protestiert. Bald darauf wurde dieses Denkmal dann auch, offiziell heißt es wegen Baumängeln, wieder abgebaut. Die Statue wurde eingeschmolzen und der Obelisk, er wurde erst einmal verlegt. Denn das Inventarbuch des Louvre enthält den nüchternen Einwurf, wir wissen nicht, wo er sein kann. Er wurde schlussendlich aber wohl offensichtlich doch wiedergefunden und er sollte dann nach der Absetzung Napoleons mit den anderen geraubten Kunstschätzen an die ursprünglichen Eigentümer zurückgegeben werden.
Der Nachfahre des Kardinals Albani, der Principe Carlo Albani, war aber mittlerweile so verarmt, dass er sich allein die Kosten für den Rücktransport des Obelisken nicht leisten konnte. Er entschied also, den Obelisken noch in Paris zur Versteigerung freizugeben, und dort wiederum tauchten auf Geheiß von König Ludwig I. von Bayern auch Leo von Klenze und Georg von Dillis auf, die ihm, also dem König Ludwig I., für seine 1830 zur Eröffnung anstehende Glyptothek ägyptische Antiken kaufen sollten. Darunter auch der Münchner Obelisk. Dieser wurde dann per Schiff von Paris über die Seine in die Nordsee, dann über den Rhein und den Main bis Frankfurt und schließlich mit dem Ochsenkarren bis nach München gebracht, wo er dann im sogenannten ägyptischen Saal, dem ersten Ausstellungsraum der Glyptothek, der ganz der ägyptischen Kunst gewidmet war, aufgestellt wurde. Hier ein entsprechendes Foto, das den Obelisken in der Glyptothek zeigt. Wer sich für weitere Details bezüglich der Kulturpolitik und der Erwerbungsgeschichte unter Ludwig I. interessiert, dem sei ein Vortrag des Museums ebenfalls auf dem YouTube-Kanal empfohlen, der sich ganz speziell mit der Erwerbungsgeschichte unter Ludwig I. auseinandersetzt. Im Zweiten Weltkrieg wurde 1944 die Glyptothek sehr weitgehend zerstört. Spreng- und Brandbomben fielen in die einzelnen Säle. Sie sehen oben links ein Foto des Bereiches, in dem sich ursprünglich auch der ägyptische Saal befunden hatte. Nach dem Krieg setzten Plünderungen durch die Bevölkerung, die auf der Suche nach Baumaterialien waren, aber auch Wind und Wetter, dem Bau weiter zu. Erst 1953 erhielt die Glyptothek wieder ein damals noch provisorisches Dach. Von den Plünderungen und den Zerstörungen waren Gott sei Dank aber nur wenige der Ausstellungsstücke betroffen, denn diese waren rechtzeitig zu Kriegsbeginn bereits ausgelagert worden. Bei der Wiederherstellung der Glyptothek wurde aber der ägyptische Saal nicht wieder mit eingerichtet. Es war das Ziel, die in München befindlichen Ägyptiaka an einem neu geschaffenen ägyptischen Museum zusammenzuführen. Es sollte aber noch bis 1971 dauern, bis das neue ägyptische Museum in der Residenz eröffnet werden sollte. Und dort fand dann auch der Münchner Obelisk Aufstellung, damals noch draußen, auf der Hofgartenseite an der Residenzstraße, die, wie Sie hier in diesem alten Dia sehen können, damals auch tatsächlich noch von Autos befahren worden ist. Dort stand der Obelisk als Wahrzeichen des Museums draußen vor dem Museumseingang. Er war Mittelpunkt von Ferienaktionen, hier eine Märchenstunde vor den Kindern, die sich am Fuße des Obelisken versammelt haben. Einmal wurde er dort auf einen neuen Sockel gestellt. Dieser Sockel enthielt Kopien, Abgüsse von insgesamt 4 Reliefs, die ursprünglich den Sockel in der Villa Albani geziert haben. Das waren 2 altägyptische und 2 ägyptisierende Reliefs aus der Renaissance, die sich heute im Original in den Magazinen des Louvre befinden und die dort damals auf den Sockel des Münchner Obeliskes als Abguss montiert wurden. Schlussendlich, und damit nähern wir uns dem Transport des Obelisken in unseren Neubau zum heutigen Standort, wurde der Obelisk dann im Hofgarten abgebaut. Sie sehen hier die Aktion, in der er ein schützendes Stahlkorsett bekommen hat, an dem man den Obelisken dann mit einem großen Kran von seinem Sockel gehoben hat. Er wurde mit Muskelkraft in die Räume der Residenz hinein verfrachtet, hineingeschoben, wo wir eine provisorische Restaurierungswerkstatt eingerichtet hatten, hier rechts im Bild. Dort wurde der Obelisk umfänglich restauriert. Es wurden alte, bereits verfärbte und brüchige Kittungen und Füllungen ersetzt durch neue Restaurierungsmittel. Der Obelisk wurde vollständig gereinigt. Es wurden selbstverständlich auch alle Schäden kartiert, genauestens aufgenommen und dokumentiert. Nach erfolgter Restaurierung wurde der Obelisk auf dem gleichen Wege in seinem Stahlkorsett wieder nach draußen geschoben, von einem
großen Kran auf einen Tieflader verladen, der dann zum neuen Standort, zum Neubau des Ägyptischen Museums fuhr. Und so wurde der Obelisk tatsächlich das allererste Objekt, das damals durch eine Öffnung in der Decke punktgenau auf seinen heutigen Standort abgesenkt worden war. So soll er heute stehen bleiben und in Zukunft stehen bleiben. Ich hoffe, Sie haben einen interessanten Einblick bekommen in die Frage, was ein altägyptischer Obelisk eigentlich ist, was ihn kennzeichnet, was ihn ausmacht und vor allen Dingen auch in die hochinteressante Erwerbungsgeschichte gerade des Münchner Obelisken. Vielen Dank und bis zu einem weiteren Vortrag hier auf unserem YouTube-Kanal.